dann wäre unsere Minerei hier auch ziemlich unnötig wahrscheinlich. Aber ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumklöppeln. Vielleicht finden wir doch noch irgendwas. Oder vielleicht ist dann über Nacht unser Bergbau auf Stufe 5. Das könnte natürlich auch passieren, weil das war ja, da hat eh nicht mehr viel gefehlt. Ja, da fehlt nur so ein kleines Muckesäckele, wie man hier so schön sagt. Ein kleines Muckesäckele fehlt. Dann hätten wir Bergbau auf 5. Das machen wir doch, das kriegen wir hin. Das wird wahrscheinlich über Nacht, schätze ich mal. Kloppen wir uns hier halt noch ein bisschen durch. Es ist 18 Uhr. Wir gehen dann so langsam nach Hause, aber nur langsam, nicht schnell. Wir haben ja auch noch ein bisschen Energie. Ich weiß auch gar nicht, warum die Energie gerade so lange hält. Bin ein bisschen verwirrt. Haben wir irgendwas an der Energie verändert? Mysteriöse Geode. Oh, ich muss dann auch bald mal zu Schmied wahrscheinlich mit dem Zeug. Obwohl, ich habe nur 2 Geoden. Ich dachte schon, es wären mehr, aber naja, egal. Irgendwann müssen wir immer wieder zum Schmied. Stein brauchen wir auf jeden Fall eine Zeit lang keinen mehr, so wie es aussieht. Also für die ersten paar Projekte. Das Spiel ist ja, wie gesagt, Early Access habe ich schon mehrfach erwähnt. Ich habe auch schon erwähnt, glaube ich, dass das Spiel momentan nur ein Jahr umfasst. Von der Spielzeit her. Deswegen, wir sind jetzt im Sommer, wie man rechts oben sehen kann. Hier hat auch der Monat 28 Tage wie in Stardew Valley. Das heißt, wenn das erste Jahr rum ist, ist die Early Access auch durch. Aber wenn ihr mich fragt, das Spiel lohnt jetzt schon. Alleine, dass man hier Käfer fangen und tauchen kann, das sind halt Dinge, die kann man nicht in jedem Spiel machen. Angeln gibt es natürlich ganz klar, aber Angeln ist so eine Sache, das kann man immer mal machen. Das werden wir auch machen, wahrscheinlich morgen ein bisschen dann, also in der nächsten, im nächsten Tag, nicht in der nächsten Aufnahme. So, jetzt gehen wir aber nach Hause. Das reicht. Das reicht, das reicht. Wir gehen nach Hause. Wir gehen jetzt nach Haus. Zum 5. Mal erwähnt. Ich kann es noch 6. Mal erwähnen oder so. Nee, wir gehen jetzt nach Haus. Jetzt habe ich es getan. Dann werden wir das Zeug in den Kisten verstauen. Dann legen wir uns ins Bettchen. Dann kriegen wir hoffentlich das Bergbau-Level ab. Und dann könnten wir ein bisschen angeln gehen, weil geangelt habe ich noch nicht wirklich viel. Ich bin, glaube ich, Angeln Stufe 2. Gerade so Stufe 2. Deswegen, da sollten wir schon mal rangehen. Jetzt muss ich auch überlegen, ob ich mir gerade noch ein bisschen Eisen einschmelze. Ich habe so viel Bronzeerz. Ich glaube, ich schmelze mir einfach mal 5 ein oder so. Nochmal, zack. Hier haben wir noch einen Extraktor, Brennofen, stimmt, stimmt, das habe ich alles schon gebaut gehabt, Mensch. Hier habe ich noch einen Fisch, der ist noch für den Tempel, das geht aber noch nicht. Da habe ich auch noch Kartoffelsamen rumliegen. Ich muss erst mal wieder drauf klarkommen, was ich hier alles überall in welchen Kisten habe, ne? Ja, aber ich glaube, das wird sich relativ schnell wieder legen. Die Steine habe ich hier. Das Erz. Kohle habe ich keine. Ich habe 999 Stein. Das ist natürlich stabil. Das Pflanzenzeug da unten. Alles, was ich nicht noch irgendwo abgeben muss. Hier, den muss ich nochmal abgeben. Und das. Das würde ich hier reinlegen. Zack. Zack. Den auch. Das Outfit lege ich mal ganz nach da vorne. Die lege ich vielleicht mal hier runter. Da brauche ich aber nur einen. Den anderen kann ich verkaufen. Die Morchel muss ich auch noch anbieten. Kann das sein? Ich dachte, das hätte ich schon gemacht. Oh. Ich behalte mal, ich bin mir nicht sicher. Bin gerade dezent verwirrt. Das Zeug kann ich alles verticken, obwohl ich sollte vielleicht Blumen behalten für Honig. Weil man ja, wie man am Anfang der Folge gesehen hat, muss man ja hier eine Blume in den Bienenstock legen, damit da Honig rauskommt. Deswegen behalten wir das mal. Das werden wir, glaube ich, einmal verkaufen, damit wir wissen, was es wert ist. Die werden wir verkaufen, die Schnecke wird verkauft, das Meersalz behalten wir. Da war, glaube ich, irgendwas damit, deswegen habe ich es behalten. Die Geoden, da ist die Frage, verkaufe ich die jetzt? Ich verkaufe sie, glaube ich, einmal, damit wir wissen, was sie wert sind. Sprengstoff behalte ich auch, das Yamu behalte ich, das kommt hier rein. Sandstein habe ich doch schon irgendwo, oder nicht? Doch, da ist er doch. Kompost auch. Die Samen könnte ich anpflanzen. Steht da was dabei? Eine Auswahl an wilden Feldfruchtsamen. Ja, dann pflanzen wir an das Zeug.
Gut, dann würde ich sagen, hüpfen wir ins Bett. Lassen wir den Tag ausklingen. Ich fülle noch ganz kurz die Gießkanne. Uff. Hier wächst. Was habe ich hier nochmal? Da wächst schon was am Baum, kann das sein? Sah das nur so aus? Da liegt doch was. Ne, da hängt was. Aha. Ich glaube, das ist meine Bananenstaude. Das war, ich weiß es nicht. Und das war auch, ich weiß es nicht. Wird sich zeigen, wenn es soweit ist, was da rauskommt. Ich hätte echt nicht so lange warten dürfen, weiter zu spielen. Aber wie gesagt, ich habe zeitlich arg Stress. Umzug, neuer Job. Da ist jetzt momentan Probearbeiten und so angesagt. Ich bin dezent aufgeregt, liebe Leute. Ich sag's euch. Das ist, ja, ich hoffe, dass ich öfter dazu komme, wieder Coral Island aufzunehmen. Ach, Fang habe ich auch gelevelt ab. Sehr geil. Wieder 600 Gold gemacht. Ich glaube, ich habe mal gesagt, ich nenne es Gold. Wahrscheinlich sind es Coral Dollars oder so, weil eine Koralle drauf ist, keine Ahnung. Ich nenne es Gold. Fertig. Da wissen wir, wie es heißt. So, jetzt können wir einen Steinbogen und eine Steintruhe. Das ist sehr schön. Ich kann schon ziemlich viel Zeug herstellen, sehe ich gerade. Und ich muss hier noch meine Level-Ups verteilen. Steindomino 2, das schalte ich auf jeden Fall frei. Beim Fangen habe ich, kann ich nichts freischalten, ist es verbuggt? Ne, ich kann nichts freischalten, da habe ich jetzt einen offenen Skillpunkt immer, oder wie? Verwirrt, maximal verwirrt. Ja, spannend. Schön. Tierzucht habe ich noch gar nichts gemacht, da habe ich noch gar nichts, da könnten wir vielleicht irgendwann mal dran denken, aber da war irgendwas, glaube ich. Ich glaube, ich brauche ich brauche Silberbahn für ein Silo, damit ich überhaupt Tierfutter haben kann. Und wie gesagt, das Silber kann man wahrscheinlich noch gar nicht finden. Das heißt, ich kann eventuell auch gar kein Tierfutter und keine Tiere mir holen in der Early Access. Aber das steht alles noch in den Sternen. Da bin ich mir nicht so sicher, ob ich gerade Schwachsinn labe oder nicht. Das wird sich zeigen. Jetzt müssen wir hier auf jeden Fall erstmal mächtig durchwässern hier, damit das ganze Zeug gut wächst, damit wir Kohle machen können. Das werden wir auch wieder reinvestieren. Ich muss nur gucken, wie. Auf jeden Fall gehen wir noch angeln heute. Weil wir brauchen 7 Gegenstände fürs Museum und da zählen die Fische auch dazu, weil im Museum ist hier alles untergebracht. Ups. Gießkanne ist leer. Ups. Die sollte ich irgendwann mal upgraden lassen wahrscheinlich. Könnten wir machen, aber ich glaube, die kostet mehr wie 1500. Ich habe gerade Kohlemangel auf jeden Fall. Das habe ich auf jeden Fall. Aber wir haben auch gut Kohle gemacht heute Nacht, also nicht so schlecht, hätte ich jetzt mal gesagt. Da wächst ein Haufen Grünzeug. Da könnte ich jetzt wahrscheinlich Tierfutter rauskriegen. Das Problem ist, wie gesagt, ich habe kein Silo. Ich habe keine Ahnung. Ja gut, Heu, ja. Aber wie gesagt, kein Silo, das heißt, ich muss es so in der Kiste lagern, wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, ob sich das lohnt, jetzt einen Stall zu bauen für Hühner oder so. Ich hätte schon Bock drauf. Wir könnten ja mal zum Schreiner gehen und gucken, was der Spaß kostet. Das könnten wir machen, bevor wir angeln gehen. Das machen wir, glaube ich, schnell. Das machen wir und dann gehen wir angeln, bevor wieder meine ganze Energie weg ist. Ich habe gerade ordentlich Energie verschleudert fürs Gießen und fürs Sicheln. Ja. Schauen wir mal. Wo habe ich denn hier? Habe ich Fasern? Dann mache ich hier das Heu auch dazu. Der wilde Samen, den pflanze ich wieder. Keine Ahnung, was dabei rumkommt. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass das Zeug einfach wächst. Ne? Gut, Schreiner war, glaube ich. Lasst mich überlegen. Hier ist der Schmied. Hier ist der Schreiner. Der macht um 9 auf. Ja, das reicht, wenn wir jetzt loslaufen. Gut, das machen wir. Attacke. Und dann könnte ich eigentlich auch mal noch kurz meine Quests umstellen, glaube ich. Ich kann die ja eh nicht machen. Die mit dem Meerdingens. Oder das hier. Das könnten wir anpingen, dann vercheck ich es nicht. Gut. Dann gehen wir jetzt zu den Schreinern. Dann gucken wir, was uns ein Stall kosten würde. Und dann können wir uns ja auch schon. Hier ist auch noch eine Schnellreise, ne? Um schnell in den Wald zu kommen, bietet dem Waldbaum 2 Gaben da. Welcher Baum ist das? Ist das.
Das ist wahrscheinlich dieser eine große Baumstumpf hier irgendwo. Ich weiß nicht genau, wo er steht. Wird sich zeigen. Wir gehen jetzt zum Schreiner, liebe Leute. Sonst komme ich zu gar nichts mehr heute. Das sind wir auch schon. Die haben wir auch offen.